Hallo liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal Viktoria Wirst. Auf diesem Kanal geht es um das vedische Wissen unserer Ahnen, unserer gemeinsamen Vorfahren. Und heute aus meinem Hexenhäuschen spreche ich zu euch zu einem wahrhaftig zauberhaften Thema, und zwar Thema energetische Kleidung. Wir wollen uns die Begrifflichkeiten anschauen, warum ich der Meinung bin, dass manche Sachen lost in translation sind sozusagen, wie wir das berichtigen können oder beziehungsweise ich werde den Versuch starten, das zu berichtigen und welche Schlüsse ihr oder wir gemeinsam daraus ziehen können. Ja, das Thema energetische Kleidung gewinnt immer mehr an Popularität und dabei haben wir es mit einem Aber zu tun. Wir haben es hier mit einer, wie ich der Meinung bin und manche, die sich mit der energetischen Kleidung ebenfalls sehr intensiv auseinandersetzen, zum Beispiel Tatjana vom Kanal Leinenkraft oder auch die Betreiberin des Kanals Frauja, die bald auch mit einem wunderbaren Thema kommen wird auf ihrem Kanal. Wir sind der Meinung, dass da etwas schiefgelaufen ist. Und zwar wurde Energa Abirjezhnaya Adjezhda falsch ins deutsche energetische Kleidung übersetzt. Dabei wurde ein wichtiger Begriff einfach flöten gegangen, also lost in translation, verloren in der Übersetzung, und zwar Abirjezhnaya. Im Russischen heißt es nämlich, dass diese Kleidung, also wenn man das versucht, besser zu übersetzen, ich habe jetzt den Begriff energiebewahrende Kleidung angefangen einzuführen, dann haben wir diesen Aspekt des Bewahrens und des Beschützens und des Hütens. Darauf werde ich gleich im Verlauf näher eingehen. Und das hat ganz große Konsequenzen auch für die Enthusiasten und Begeisterten, die sich für das Thema energetische Nähen begeistern in Deutschland, weil hier ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ohne dessen wir wirklich nicht von energiebewahrender Kleidung sprechen können, unterschlagen ist oder unter den Tisch fällt. Was energiebewahrende Kleidung ist, also die äußeren Aspekte, dazu werde ich noch ein gesondertes Thema machen, ein gesondertes Video. Das verlinke ich dann irgendwann, irgendwann hier oben, wenn die Zeit ist, und ich werde in dem gemachten Video natürlich auf dieses Video verlinken, weil alle Aspekte natürlich sehr, sehr wichtig sind. Doch bisher war der Aspekt, der rein mechanische Aspekt des energiebewahrenden Nähens in aller Munde, und viele Frauen und auch Männer, denn wir haben auch Männer, die fleißig nähen, haben diesen Aspekt auch zu Genüge kennengelernt, und es wurden auch einige Videos dazu gemacht oder sind beziehungsweise im Web veröffentlicht. Dazu gehört zum Beispiel, was für die Neuen, die sich mit dem Thema überhaupt nicht auskennen, dazu gehört dass die Kleidung auf so eine Art und Weise geschneidert und genäht ist, dass sie unsere Energieflüsse in unserem Körper unterstützt. Dazu gehört auch zum Beispiel heute endlich sitze ich auch in komplett energiebewahrender Kleidung angezogen. Ich hatte bisher auch Hemmungen gehabt, dieses Video auch zu drehen, weil ich war nicht an meinem Wohnort einige Monate aufgrund bestimmter Ereignisse in meinem Leben und hatte nicht die passende Energiekleidung, wo ich das erzählen könnte. Heute habe ich aber mein wunderschönes Langhemd an, was ich nach den Prinzipien des energiebewahrenden Nähens auch genäht habe, alles händisch wohlgemerkt. Und hier sehen wir sehen hier einen Schnitt, der nicht unsere, also die Hauptenergielinien kreuzt. Wir haben keine Nähte hier an, hier, wir haben eine Naht hier, wir haben auch aber keine Kreuznähte. Hier habe ich einen Zwickel in diesem Hemd. Das ist nämlich auch angeraten. Die Kreuznähte, Nähte, die sich kreuzen, die, wie man im energiebewahrenden Nähen sagt, wirken sich nämlich nicht gut auf unseren Energiefluss aus. Und wenn wir uns wirklich die Kultur, die Kleidung, die unsere Ahnen, also nicht nur der weiße Stamm, sondern querbeet durch verschiedene, also in verschiedenen Regionen finden wir ähnliche Prinzipien. Keine Kreuzung wichtiger Meridianen, keine Kreuznähte, alle Nähte, das ist der
Rock meines Oberteils, die sind verschlossen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu verschließen. Hier ist diese Naht mit einer Hexennaht verschlossen, so dass die Energie frei fließen kann in unserem Körper und nicht über die rausstehenden Nähte nochmal stolpern muss. Und die Nähte, die wir jetzt in der modernen Kleidung sehen, die sind ja auch außerdem so, dass da Licht durchscheinen kann, so dass da es zu einem Energieabfluss kommt. Wir haben auch das Prinzip der Mehrschichtigkeit. Unten drunter, unter dem Hemd, wird immer noch ein anderes Unterhemd getragen. In diesem Fall habe ich jetzt ein ärmelloses Top aus und diese Unterwäsche sollte immer weiß sein, deswegen heißt sie auch im Russischen Veljur, weil es sowas wie Weißtum heißt. Ich habe ja auch ein gutes Video zu den Prinzipien der energiebewahrenden Kleidung gemacht vor einem Jahr, verlinke ich euch. Damals war ich aber eine Theoretikerin. Etwas mehr als ein Jahr später bin ich auch eine Praktikerin. Und so begeistert, wie ich für dieses Thema damals war, umso begeisterter bin ich natürlich auch jetzt, wo ich die Vorteile dieser Kleidung am eigenen Leib spüre. Bezüglich dieses Hemdes, als ich das frisch genäht habe, fand ich das so toll, dass ich mich schlafen gelegt habe in diesem Kleid. Ich bin dann irgendwann mitten in der Nacht aufgewacht und musste das Hemd ausziehen, weil mir so warm war. Wenn man einmal diese Erfahrung gesammelt hat, dass man eigene Stücke genäht hat mit der Hand, denn energetisches Nähen, also streng genommen, wird die Kleidung, die energiebewahrend ist, immer mit der Hand genäht. Wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann ist man überzeugt davon, auch wenn natürlich das Ganze nicht durch Mainstream-Wissenschaft belegt wird und sowieso das Thema hier erst anfängt aufzukeimen, aber dieses Thema ist die Entdeckung etwas sehr alten, denn viele Näherinnen sprechen auch davon, dass die historischen Schnitte fast deckungsgleich sind mit den Schnitten, die wir heute im energiebewahrenden Nähen finden. Ich bin dennoch der Meinung, man sollte ganz klar unterscheiden zwischen der historischen Kleidung und dem energetisch energiebewahrenden Nähen, denn wir haben es mit verschiedenen Epochen zu tun, wir haben es mit manchen Kleidungsstücken zu tun und wir haben es mit verschiedenen Kasten, die im slawischen, im vedischen Varnas genannt wurden, aber hier haben es wir tatsächlich mit verschiedenen Kasten zu tun, mit verschiedenen sozialen Gruppen von den Adligen bis zu den Bauern. Es mag sein, dass die historischen Schnitte bei den Bauern sehr stark denen den Prinzipien des energiebewahrenden Nähens gerecht werden. Ich würde es nicht bei den Adligen sagen. Wir haben es mit wirklich Entartungen zu tun. Anders kann man das nicht nennen. Wir haben sehr enge Kleidung, diese ganzen weißen Leggings für die Männer. Wir haben eine sehr starke Schnürung bei den Frauen. Auch das Thema Korsett, auch wenn es locker anliegt, auch das Thema Mieder, wenn es locker anliegt, das ist nicht wirklich energiebewahrend, wenn wir uns ganz strikt nach diesen Regeln halten. Aber das ist wieder auch ein gesondertes Thema. Aber wir haben auf jeden Fall bei der energiebewahrenden Kleidung die äußeren Aspekte, sprich die Mechanik. Wenn du das Kleidungsstück so nähst, wie du das nähst, wenn du die Nähte an den richtigen Stellen vorsiehst, wenn du alle Nähte verschließt, wenn du dich an die Mehrschichtigkeit hältst und so weiter und so fort, an die Natürlichkeit der Materialien, dann hast du ein energiebewahrendes Kleidungsstück. Schön und gut. Das haben viele Frauen und Männer in Deutschland jetzt auch ausprobiert. Wir sprechen schätzungsweise schon von gut 2.000, 3.000, würde ich sagen, oder auch da mehr, die jetzt energiebewahrende Kleidung sich angefangen haben zu nähen. Jetzt sprechen wir aber über einen Aspekt, der viel zu kurz kommt bei den deutschsprachigen Frauen und Männern. Und das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass es sehr wenig Informationen gibt im deutschsprachigen Raum. Viele, also die Frauen, die jetzt darüber angefangen haben zu sprechen, Videos aufzunehmen, sie leisten alle Energiearbeit. Und dieses Thema aber wurde noch nicht angesprochen, oder Pionierarbeit. Und dieses Thema wurde aber noch nicht angesprochen und ich eröffne dieses Diskussionsfeld, und zwar Falschübersetzung. Wir haben im Russischen Energie, энергобережная одежда. Energie bewahrende könnte man annähernd übersetzen Kleidung. Das heißt, wir haben den Aspekt, dass es
Oder mehr noch, auf dem russischsprachigen Web verschwindet auch manchmal energa. Sehr oft wird von abirezhnaya одежда gesprochen, von einer bewahrenden Kleidung. Oder eher gesagt, in diesem Zusammenhang könnte man sogar sagen, es ist eine Hüterin, Behütende. Mehr noch, wir werden uns jetzt mit diesem Konzept auseinandersetzen. Weil Abiriak ist sowas wie ein Talisman, wie ein Amulett, wie eine Sache, die dich beschützt, die deine Realität verändert, die dich in andere, mehr wohlwollende Zeitlinien versetzt. Und dieser Aspekt kommt absolut zu kurz bisher im deutschsprachigen Raum. Weil es wird überhaupt nicht darüber gesprochen bisher, was dabei passiert. Was passiert bei dem beim Nähen energiebewahrender Kleidung. Schön und gut, du weißt, wie Nähte verschlossen werden, du weißt, wie man die Schnitte setzt, aber was passiert da, darüber sprechen wir nicht. Und deswegen möchte ich nicht, es liegt mir am Herzen, dass wir mehr das Ganze sehen. Diese Bewegung energiebewahrende Kleidung kommt aus Russland und die ist sehr stark eingebettet in einem bestimmten Bild der Frau als Hüterin, Bewahrerin, Biriginia. Diejenigen, die sich mit Weiber-Yoga beschäftigen, die haben dieses Konzept bereits schon kennengelernt. Die Rolle der Frau im vedischen Weltbild ist die der Bewahrerin des Stammes. Deswegen habe ich auch hinter mir heute das Foto von meinen Großeltern mit meinem Vater platziert. Und sie bewahrt die Traditionen, sie bewahrt die Schätze des Stammes, die ist die Bewahrerin und die Beschützerin. Und ihre Rolle als Bewahrerin und Beschützerin ist eine interne Rolle. Im Gegensatz zum Mann, der nach außen geht und, wenn es sein muss, seine Familie verteidigt, im vedischen Weltbild macht die Frau das genauso wie ihre. Ich ziehe immer die Parallelen auch zu der Anatomie des Körpers, manchmal wird es auch sehr grafisch und plus 18, aber es ist wichtig für uns zu verstehen, die Geschlechtsteile des Mannes gehen nach außen. Seine Wirkung ist zumindest im vedischen Weltbild, und ich betone, dass es vedisches Weltbild ist, wenn es mit dir nicht resoniert, dann möchte ich dich bitten, einfach weiterzuziehen, damit ist uns beiden ein großer Gefallen getan, denn im Russischen sagen wir auch, слушай, любя, не слушай, не любя, höre nicht liebevoll, höre nur liebevoll, es schadet dir viel mehr, wenn du dich gehässig auslässt über die Inhalte meines Videos oder jeglichen Videos, was nicht in Resonanz mit dir geht. Im vedischen Weltbild geht der Mann nach außen. Seine Tätigkeit ist im Außen, in der Öffentlichkeit. Das heißt, auch seine Rolle der Bewahrung, der Verteidigung ist außen. Die Geschlechtsteile der Frau sind innen. Alles ist verborgen. Sie ist das Mysterium, die Verkörperung des großen Mysteriums. Und das heißt, ihre Tätigkeit, beschützerische Tätigkeit, ist immer im Stillen, ist immer auch magisch angebunden. Das heißt, der Akt des Nähens der energiebewahrenden Kleidung, und damit waren Frauen vordergründig immer beschäftigt. Natürlich gab es auch Männer immer, die sich mit der Anfertigung der energiebewahrenden Kleidung beschäftigt haben. Doch dieses Konzept des Biriginia, das ist ein sehr weibliches Konzept. Und natürlich, wenn der Mann, geht es aber dennoch für den Mann, wenn du energiebewahrende Kleidung nähst, solltest du dir auch all diese Prozesse, die stattfinden, bewusst werden. Der Prozess des Nähens selbst war für unsere Ahnen hochmagisch und hochspirituell, hochgeistig. Allein schon die Fertigung des Stoffes. Du gehst auf das Feld, siehst die Leinensamen, tust sie in die Erde und hast schon die Intention, dass daraus eine Pflanze wachsen wird und dass du sie dann weiterverarbeitest und irgendwann zu einem bestimmten Kleidungsstück dann verarbeitest. Der Prozess der Herstellung dieser Kleidung lag also von A bis Z in den Händen eines Menschen und sehr oft einer Frau. Und den Stoff, den du dann bekommst, auch das Spinnen und Weben, ist heilig im vedischen Weltbild. Bei uns gibt es die große Göttin Markesh, die die Schicksalsfäden der Menschen spinnt, aber auch der Götter. Sie haben großen Respekt
vor ihr. Wir haben es in der westeuropäischen Mythologie mit den drei Nornen zu tun. Und dieser heilige Akt des Spinnen und Webens finden wir überall, querbeet in allen Kulturen und insbesondere auch bei, bei den weißen Völkern auf dem eurasischen Kontinent. Der Stoff, den du dann bekommst, der ist so durchtränkt durch deine Energie und der gilt, der repräsentiert gleichzeitig das Leben. Wir haben im Russischen den Begriff für mir, also für die Welt, haben wir den Begriff mir, was gleichzeitig denselben Klang hat wie Frieden, und Svet, was denselben Gleichklang hat wie Licht. Das heißt, die Welt, diese materialisierte Welt, der Jahr, ist für uns friedlich und lichterleuchtet. Und sie wird gleichgesetzt mit diesem fertigen Stück Stoff, was Frau und Mann angebunden an die Göttin des Schicksals gewebt haben. Das heißt, allein schon dieser Stoff ist für uns heilig. Und auch heute, wenn wir in den Laden gehen oder online etwas kaufen, ist es wichtig zu verstehen, dass aus der Sicht in diesem Bild des Nähens der energiebewahrenden Kleidung, wir es hier mit einem Feld haben, mit einem lebendigen Feld, welches wir durch den Akt des Zuschneidens und des Nähens gestalten und programmieren. Und wir gestalten nicht nur dieses gewählte Kleidungsstück, wir gestalten unser Schicksal. Deswegen lautet der Kurs von Arina Nikitina, einer auch der Wegbereiterinnen der energiebewahrenden Kleidung in Russland, Shyom Svoyu Sudbu, wir nähen unser Schicksal. Und das ist genau, was eine Frau, bitte die Männer, die das jetzt hören, seid mir bitte nicht böse, aber wir reden jetzt vordergründig über die Rolle der Frau bei diesem Nähprozess, weil wir haben schon vorwiegend mehr Frauen, die sich mit dieser Tätigkeit beschäftigen. Aber natürlich geht das alles auf in einem vielleicht leicht abgewandelter Form für den Mann. Das heißt, du hast dieses Stück, du hast diese Prinzipien, nach denen du nähst. Wichtig ist aber, dass wir gemeinsam in diesem deutschsprachigen Raum auch das Selbstverständnis haben, was wir da tun, was wir zu wem wir gerade werden. Wir werden nämlich zu einer Beregina. Beregina, die Behüterin des Stammes. Und diese Beregina näht diese sakrale Kleidung, mit der sie allein schon bei dem Akt des Nähens ihr Schicksal verändert. Das Schicksal ihres Stammes, das Schicksal ihres Kindes, das Schicksal ihres Mannes. Demzufolge haben wir auch strikte Regeln bei dem Nähen. Wenn du dich wirklich in das Thema energiebewahrende Kleidung begibst, solltest du diese Regeln kennen. Darüber, also jenseits von wo ich meine Nähte anordne. Diese Regeln lauten, im energiebewahrenden Nähen nähen wir mit der Hand. Es werden noch gleich Ausnahmen folgen, aber wir nähen mit der Hand. Oft werden die ersten Stücke, zum Beispiel ich nehme das erste Mal einen Unterrock, mit rotem Faden genäht. Rot ist eine sehr sakrale Farbe, die wurde sehr stark vorgezogen früher. Besonders die slawischen Stämme, die haben immer rot auf weiß gestickt. Weil weiß, wir erinnern uns, weiß ist das Licht, weiß ist die Welt im slawischen Weltbild, Svet. Und rot ist dein Schicksal, der rote Faden, wir haben das immer noch im Deutschen, rot ist dein Lebensweg, den du programmierst, den du. Das heißt, du hast eine große, weite Welt oder Chistopole, ein anderer Begriff, Chistopole, ist etwas, was auch sehr stark präsent ist bei vielen russischen Märchen oder Beschwörungen, ganz antiken Beschwörungen, die zu uns kamen noch von der Zeit der Hyperboreer. Man sagt, выхожу я в чистое поле, ich gehe in das große, weite Feld. Aber dieses große, weite Feld, wo immer mehr Forscher dahinter kommen, ist dieser Hyperraum, dieser Hyperraum an unendlich vielen Möglichkeiten und Lebenslinien und so weiter und so fort. Und du hast dieses Chistopole vor dir.
Und dieser Akt des Nähens mit Blagie Mäusli, mit wohlwollenden Gedanken, mit Gesängen, du programmierst diese chiste Pole oder beziehungsweise suchst dir ganz wohlwollende Zeitlinien, denn es ist ja eh schon alles da. Du springst mit der Hilfe des Fadens in diese ganz wohlwollende Zeiträume. Das heißt, wenn du schon energiebewahrende Kleidung nähst, dann solltest du auch dieses Bewusstsein haben, denn sonst kannst du eigentlich mehr Schaden anrichten als Gutes. Wenn du mit üblen Gedanken nähst, dann nähst du alles in diese Kleidung rein. Dann ist es eine Mülleimerkleidung. Auch bist du dir bewusst, was bei dem Nähen alles passiert, wo sich der Faden verdreht, wo sich ein Knötchen bildet, woran hast du gerade gedacht? Natürlich, geschweige von, du guckst natürlich keine Netflix-Serien oder desgleichen, keine Bilder von Gewalt. Es ist viele Näherinnen im russischsprachigen Raum nähen und gucken dabei irgendwie Kanäle von anderen Näherinnen. Manche Frauen haben mir jetzt auch erzählt, dass sie meine Videos gucken beim Nähen. Ich fühle mich wirklich sehr geschmeichelt und es ist eine große Ehre für mich. Und das heißt, auch der Akt des Zuschneidens, es ist ein heiliger Akt, weil du kannst es so besprechen, dass du das Unnötige abschneidest. Aber liebe Frauen und Männer, auch wenn Fehler auftreten, es ist ein Hinweis auf bestimmte Disbalancen, auf bestimmte Störungen. Es würde den Rahmen dieses Videos sprengen, über die einzelnen Fehler zu sprechen, was sie bedeuten. Aber es ist die sogenannte Psychosomatik, die in Kursen von Harmoniekleidern, wie sie uns von Arina Nikitina zu uns kamen, wie sie auch dort gelehrt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Prozess des Nähens der energiebewahrenden Kleidung auch immer was mit der Psychosomatik zu tun hat. Das heißt, wenn du hier dich immer wieder hier in diesem Bereich vernähst, ja, und wir haben hier diesen Bereich, wir haben hier ein Chakra, was ist, oh, immer wieder vergesse ich das, Lele Lade, kosmische und irdische Liebe. Das heißt, wir haben es hier mit dem Problem der Liebe zu tun, wenn hier irgendein Fehler immer wieder auftritt oder falsch dran genäht den Saum, falsch den Beleg dran genäht. Wo ist das? Hier, Knie ist unser Stamm. Deswegen sagt man im Russischen, Dasidimova Kalena, bis zum siebten Knie, die sieben Generationen zurück. Das heißt, wenn du hier irgendein Problem hast, man schaut sich die Bereiche des Menschen an und guckt auch die Unterteilung. Und hier haben wir die Yavi, auch mit den Händen sind wir in der Yavi. Yavi ist die materialisierte Welt. Das heißt, das ist dieser Yavi-Bereich. Hier gehen wir schon nach oben in den Prav, Slav und Prav, Svetlaya Slav, Svetlaya Nav, Slav-Bereich, wo unsere glorreichen Vorfahren und Götter residieren. Hier nach ganz oben. Das heißt, und hier unten, das ist die Unterwelt, Nag, da wo auch viele Fehlprogramme, Selbstsabotageprogramme, düstere Programme, da wo unsere Ahnen auch sind, die es nicht geschafft haben, ein gutes Leben zu führen und die jetzt quasi in diesem, was man im christlichen Limbo nennt, ne, wo sie jetzt das Ganze durchlaufen müssen in der Unterwelt und dann irgendwann diese Einsicht bekommen, dass es nicht richtig war, was sie gemacht haben und die Möglichkeit haben aufzusteigen, indem wir aber auch nähen, indem wir einen Heimaltar errichten. Ich weiß, ich habe schon vor einiger Zeit angekündigt, können wir dem ganzen Stamm helfen. Das heißt, wenn du anfängst und diese Prozesse sind bei mir ganz besonders heftig, sie sind bei manchen Menschen mehr heftig, bei anderen Menschen weniger heftig. Aber diese Prozesse, ob intensiv wie bei mir, mit Tränen, mit Einsichten, mit Erinnerung an alte Leben, an immense Aktivierung des Ahnengedächtnisses und einem fast unerträglichen Informationsdownload, ob sie so stattfinden oder ob es eher still stattfindet, aber irgendwas in deinem Leben passiert. Eine Bitte, wenn du dich mit dem energiebewahrenden Nähen beschäftigst, achte auf diese Prozesse. Achte auf einmal auf deine Gefühle. Als ich meinen
Unterrock genäht habe, nachdem er fertig war, war ich in der Lage, meinem Vater zu verzeihen. Als ich meinen Sonnenrock genäht habe, bin ich durch heftigste Prozesse gegangen, was Mutterliebe anbelangt. Ich habe für mich verstanden, dass ich Mutterliebe furchtbar vermisse, was ich mir vorher nicht gestattet habe. Jetzt habe ich was für mein Kind genäht, für meine kleine Tochter. Es waren heftigste Prozesse. Ich bin mir dieser Sachen sehr bewusst und auch jeglicher Fehler ist für mich kein Fehler, sondern ein Aha-Moment und eine Möglichkeit zu diagnostizieren. Und wir tun, also wie gesagt, das alles, sehr viele Feinheiten kann man am besten lernen, wenn man einen Live-Kurs, Offline-Kurs, sagt man das, auch so verdreht. Wenn man im Netz ist, im digitalen Raum ist man online, wenn man nicht im digitalen Raum ist, dann ist man offline, komplett verdreht, weil eigentlich müsste es anders sein. Aber bei diesen Präsenzseminaren, die Präsenzseminare, wo du an die Hand genommen wirst, wo du mit ganz viel auch vedischem Hintergrundwissen versorgt wirst, die sind am besten, um solche Hintergrundgeschichten zu erfahren. Und dennoch lobe ich den Kurs von Leinenkraft, den Online-Kurs. Nicht alle Frauen haben die Möglichkeit, zu einem Präsenzseminar zu kommen. Es ist zu weit, das Budget reicht nicht aus. Es ist eine großartige Möglichkeit. Und dieses Video soll euch einfach nur darauf sensibilisieren, dass wenn ihr selbstständig näht, mithilfe eines Online-Kurses, dass ihr auf diese Sachen achtet, auf die Prozesse, die bei euch passieren, auf das Umfeld, wie das Umfeld auf diesen heiligen Akt des Nähens reagiert und dass ihr behutsam mit den Fehlern umgeht, weil A, es ist eine Diagnose, es ist ein Hinweis auf eine bestimmte Disbalance, eine bestimmte Störung im Familienprogramm. B, es ist eine großartige Chance, das zu korrigieren. Das alles, was du auf dem Stoff korrigierst, korrigierst du gleichzeitig in deinem Leben. Es ist unglaublich unfassbar wertvoll. Dennoch, ich möchte euch darauf sensibilisieren, dass man einiges falsch machen kann und deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt zu unseren Kursen. Ich sage das einmal, weil ich natürlich auch gerne mit euch arbeite und gerne mein Wissen an euch weitergeben. Wir haben jetzt das Projekt gestartet zusammen, also Carmen, liebe Carmen und ich, wo wir 3 Kurse in diesem Jahr zum Thema Rock, also das heißt und Unterrock, das heißt unterer Bereich nahe, das heißt sehr, sehr tiefe, verborgene Selbstverleugnung, Sabotage, Glückssabotageprogramm angehen werden, die tief auch im Stamm sitzen, aber auch Harmoniekleider, das Team von Inna und Inga und Helena haben auch fortwährend Kurse und ich kann sie euch ans Herz legen und ich kann sowieso euch ans Herz legen, wenn ihr wirklich gut gesattelt sein möchtet, sowohl die Präsenzkurse zu nutzen, als auch zum Beispiel den Kurs von Leinenkraft, weil das Kleid, das energiebewahrende Kleid, das ist einzigartig jetzt auf dem deutschsprachigen Raum. Es gibt keinen anderen Kurs, ob Präsenz oder online, der das anbietet und leistet und so eine Fülle an Informationen zusammenträgt. Das sind alles Angebote, die sich sehr, sehr gut ergänzen für euch, liebe Frauen. Biriginia, die Bewahrerin des Stammes, mit der wichtigen Aufgabe, die richtige Kleidung für sich selbst und für ihre Nachkommen zu nähen. Wir haben sehr viele Berichte, dass auch das Tragen der richtigen energiebewahrenden Kleidung, wo die Frau mehr Energie von der Mutter Erde schöpfen kann, das sind auch sehr weite Röcke und bodenlange Röcke, dass sie hilft, natürlich auch die Geschlechterbeziehung, die Beziehung zu dem Mann zu verbessern, auch mehr in die Sanftheit zu kommen. Das heißt, bessere, sanftere, liebevolle Mutter für ihre Kinder zu sein. Es ist scheinbar nur eine Klamotte, aber es ist so viel mehr. Viele Frauen, die die Erfahrung gemacht haben, Kleider zu tragen, die möchten nicht mehr eine Hose tragen. Diskutiert wird nur von den Frauen, die weiterhin Hose tragen. Angegriffen werde ich nur von den Frauen, die diese Erfahrung noch nie gemacht haben.
Die haben die größte Lust zu diskutieren. Ich kann aus meiner Perspektive und ich nehme mir das Recht und die Freiheit, das auch zu sagen, ohne niemanden zu verurteilen. Aber das liegt auch daran, dass du von deiner Yoni sehr stark abgeschnitten bist, wenn du Hose trägst. Das heißt, deine ganze geistige Kraft befindet sich sehr, sehr, also deine ganze Vitalität und deine ganze Yair, also die Lebenskraft, Jiva, befindet sich zu stark im Kopf. Dann hast du natürlich auch ganz viel Lust zu diskutieren. Man kann sehr viel falsch machen, habe ich gesagt, wenn man bestimmte Aspekte nicht beachtet. Es wird jetzt nicht die Tragödie sein, aber ich denke, so der wichtigste Aspekt ist, im Konzept der energiebewahrenden Kleidung, und lasst uns bitte dieses Konzept respektieren, denn es wurde auch schon die Frage aufgeworfen, ist denn energiebewahrende Kleidung slawisch? Ich bin der Meinung, sie ist nicht slawisch, die ist universell. Aber sie kommt aus dem Osten und sie kommt von den Frauen und Männern, die sehr stark in dieser vedischen Tradition verwurzelt sind. Und daher, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das war aber ein bisschen zu radikal. Ich habe es jetzt wieder auf privat gestellt. Aber ich möchte euch sagen, ohne die Auseinandersetzung mit den vedischen Konzepten, die auch sehr gut auf meinem YouTube-Kanal präsentiert sind, kommt ihr nicht sehr weit. Dann wird es weiterhin so eine mechanische Tätigkeit bleiben, wo ihr alle äußeren Prinzipien zwar erfüllt habt, aber eigentlich nur 5%, 10% dessen angezapft habt, was möglich ist. Und dann haben wir wieder eine Sache, die eigentlich heilig und sakral ist, so wie zum Beispiel Yoga, die zu Fitness verkommen ist und komplett banalisiert ist. Hier haben wir genau dieselbe Tendenz. Wenn du der Meinung bist, nee, mit dem Osten will ich da nichts zu tun haben und ich weiß ja eh alles und was sollen mir die Frauen erzählen, irgendwelche dahergekommenen Frauen aus irgendeinem anderen Land und irgendeine fremde Tradition, damit kommst du nicht weit. Daher empfehle ich diesen Frauen und Männern auch eher, ja, zum Beispiel sich bei Etsy ein schönes Leinenkleid zu bestellen und das Ganze auch zu lassen oder weiterhin, wenn ihr Lust habt, zu nähen, weiterhin zu nähen, aber sich gar nicht da in diesen Bereich energiebewahrende Kleidung zu schieben. Genau. Daher, ich würde mir sehr wünschen, und natürlich, ja, es wird auch immer wieder gesagt, kein Dogma, Dogma, Dogma. Jeder kann machen, was er will, ist auch so eine Geschichte. Wir sehen ja gerade, was passiert, wenn jeder so machen, was er will. Und dies und das mische ich mit dem und das mische ich mit dem. Ich bin der Meinung, es ist respektvoll und ehrenvoll und man hat mehr was davon, wenn man eine bestimmte Tradition in der Tiefe erlernt hat. Oder zumindest aufgeschlossen ist. Und daher ist eigentlich für mich aus meiner Perspektive und auch aus der Perspektive von Tatjana und Caroline von Leinenkraft, aus der Perspektive von Frau Ja, aus der Perspektive von natürlich Ina und Inga, ist es eigentlich sehr wichtig, sich mit dem vedischen Weltbild auseinanderzusetzen, zu wissen, wie man die Welt aufteilt nach diesem vedischen Weltbild. Hier haben wir die Slavim Prav, hier haben wir die Ja, wie ich gesagt habe, hier haben wir unten die Na, was das überhaupt ist, was die Konzepte dahinter sind. Und ich denke, es könnte mit der Zeit schwierig sein, wenn man da tiefer eintaucht, an dem christlichen Glauben festzuhalten. Ich möchte niemand seinen religiösen Gefühlen beleidigen, aber es ist ein Konzept, was zu uns kommt von Männern und Frauen, die wieder das Vorchristliche beleben möchten. Und sie sind sehr stark verankert in diesem Weltbild. Sie setzen sich mit der Kultur, mit der Tradition, mit den Bräuchen der vorchristlichen Zeit auseinander. Ob das jetzt Ljubaslava ist, ob es jetzt Alonuschka ist von ihrem Kanal Puti Vodnaya, ob das jetzt Nastasia Starzewa ist, ob das Arina Nikitina ist. Es gibt keine einzige Frau im russischsprachigen Raum, die nicht in diese vedische Tradition eingebettet wäre. Eingebettet. Wir haben aber hier eine Tendenz, zu sagen, ich greife mir die schönen Sachen, die Rosinchen von der energiebewahrenden Kleidung und isoliere sie von dem ganzen Weltbild und möchte damit ihr weniger zu tun haben. Ich habe irgendwie meine eigenen Geschichten und ich finde, das ist fatal und wird einfach auch diesem Konzept nicht gerecht. Daher A, vedisches Wissen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Frauen, die energetisch nähen, oder die Männer sich auch mehr mit dem vedischen Wissen auseinandersetzen, da fitter werden. Und B, ich würde mir sehr wünschen, wenn jede Frau sich dieser Rolle bewusst wird, was sie da überhaupt leistet, als Beriginia, bei dieser Energa Abirizhnaya Adyozha, Adyezhda. Und solche Geschichten wie Handnähen, also wenn du mit der Hand nähst, ich habe ja schon gesagt, du programmierst. Ich würde euch wirklich sehr stark davon abraten, außerhalb eures Stammes mit der Hand zu nähen. Es macht im Osten, also in Ursprungsländern dieser Bewegung, keine einzige Frau. Sie würde niemals darauf kommen, für fremde Menschen Handarbeit zu erledigen. Wir sehen auch immer mehr, auch im Bereich des Stickens. Es gibt immer noch die Tradition der bestickten Hemden, die von im Auftrag bestickt werden. Uns berichten die Frauen, die das machen, dass sie zu stark, dass sich die zwei Schicksalsfäden zu stark verweben, also mit ihren Auftraggebern. Viele haben davon abgelassen und sind zu Maschinennähen übergegangen. Sticken, zu Maschinensticken übergegangen. Energiebewahrende Kleidung ist nur die, die du mit deinen eigenen Händen ohne Einsatz der Maschinen anfertigst, und zwar händisch, zuerst für dich und dann für deinen Stamm. Und diese Kleidung gilt nur als energiebewahrend, wenn du sie in einem bestimmten Setting ausführst, mit dem Einsatz der vier Elemente, mit der Magie der vier Elemente, im Bewusstsein deiner Rolle, im Bewusstsein aller Prozesse, die passieren. Sie ist nur dann energiebewahrend, wenn du sie auch in einer für dich in einer geschlechtergerechten Kleidung nähst, das heißt in einem Bademantel oder in einer Jeans, als Frau energiebewahrende Kleidung zu nähen, kannst du auch in diesem Weltbild vergessen. Da sind wir uns alle sehr klar in diesem russischsprachigen Bereich. Darüber wird auch ganz klar gesprochen. Das lernst du auch auf den Seminaren von Harmoniekleidern und das wirst du auch auf meinen Seminaren lernen. Es sind sehr, sehr viele Feinheiten. Was machst du zum Beispiel mit dem abgeschnittenen Stoff? Was machst du mit den Fäden? Schmeißt du sie weg in den Mülleimer? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, du verbrennst sie. Ich hoffe, du sammelst sie und verbrennst sie. Weil es ist eine Energiearbeit. Und wenn du diese Teile oft in den Mülleimer schmeißt, dann, du hast ja schon die Energie, Energielinien ziehen sich bis dahin. Das heißt, ein Anteil von dir oder bestimmte Aspekte deines Lebens landen damit in diesem Mülleimer. Und das sind bestimmte Sachen und bestimmte Aspekte, über die du dir im Klaren sein musst. Wir nähen also händisch in einer wunderschönen, geschlechtergerechten Kleidung für uns. Wir benähen zuerst uns. Wir korrigieren erstmal unsere Programme. Als zweiten Schritt benähen wir unseren Mann. Genau die Reihenfolge, nicht die Kinder, sondern den Mann. Wir nähen für unseren Mann. Als dritten Schritt nähen wir für unsere Kinder. Und als nächsten Schritt nähen wir für die Familie des Mannes, weil mit der Heirat gehst du in die Familie, in den Stamm deines Mannes über. Dann nähen wir für unseren eigenen Stamm. Wenn du nicht verheiratet bist, gehörst du aus vedischer Weltsicht zu dem Stamm deines Vaters. Das heißt, du nähst für deinen Vater, für die Familie deines Vaters, dann nähst du für deine Mutter und so weiter und so fort. Nähen per Hand für fremde Menschen gilt als ein absolutes, da verwende ich wieder das englische Wort, No-Go. Denn du bist die Bewahrerin, die Behüterin und es ist ein heiliger Akt. Du verschwendest deine Stammesenergie nicht auf fremde Menschen, auch wenn du sie sympathisch findest. Aber du machst es nicht. Denn diese Verschwendung, erstmal verbinden sich zu sehr die Lebensfäden. Jetzt ist da ein bisschen Krach im Hintergrund, mein Mitbewohner ist da irgendwas am Werkeln. Es verbinden sich zu sehr die Lebenslinien. Und zweitens, das ist deine Lebenskraft, Stammeskraft, die du für fremde Menschen verschwendest. Und die solltest du für dich bewahren. Wenn du unbedingt für andere Menschen nähen möchtest, kannst du das gerne mit der Nähmaschine tun. Doch dann ist es nicht mehr streng genommen nicht mehr energiebewahrende Kleidung. So wird sie auch in Russland nicht genannt. Oft wird sie Pravilnaya Adyezhda genannt. Also richtige Kleidung oder an die Prinzipien der energiebewahrenden Kleidung angelehnte Kleidung. Ich möchte, dass wir uns darüber im Klaren sind
Und jeder kann natürlich wieder sagen, oh, es ist ein Dogma. Ich bin ein bisschen von diesen Geschichten müde, weil es zeugt auch ein bisschen, muss ich auch sagen, von emotionaler Unreife. Weil eigentlich lernst du erstmal so, wie es gedacht ist. Und die meisten, die meisterhaft sind in etwas, die kennen auch die Ursprungstradition. Erst wenn sie sich da drin etabliert haben, erfinden sie neue Sachen, die diese Tradition bereichert. Dieses Ganze, ich will das nicht und keine Ahnung, ist mir zu viel Dogma. Ich finde, das hat, wie gesagt, es hat einen Backfisch, einen Teenager-Charakter. Das ist jetzt meine Haltung und das ist das, was uns das energiebewahrende Nähen suggeriert. Also, liebe Frauen, Männer, das ist meine Empfehlung an euch, lasst bitte die Finger vom Handnähen im Auftrag von Handnähen für andere Menschen. Und sowieso diese Tendenz, sofort irgendein Kleidungsstück für andere herzustellen, sofort irgendwas anderen beizubringen, ohne wirklich diese Erfahrung gemacht zu haben, wie was es mit dir macht, selbst in einer energiegerechten Kleidung rumzulaufen, sich selbst und Familie in diese Kleidung gekleidet zu haben. Das ist auch sehr typisch und darunter leiden auch einige Frauen auch im russischsprachigen Raum, aber immer wieder wird darauf hingewiesen von den alten Hasen. Und ich halte mich jetzt nicht für eine alte Hasin. Die haben wirklich Expertinnen, die da viel mehr Erfahrung haben, aber ich berichte sehr viel über diese Themen. Lange Zeit war ich alleine, die über diese Themen berichtet hat. Und neben Frau Ja, die ja diese Bewegung ausgelöst hat durch die Übersetzung der ersten Videos von Alyonushka, bin ich eine Person, die eine zweite, eine Frau, die die zweite Welle, die das nochmal so einen Schub dem geleistet habe. Deswegen nehme ich mir da die Freiheit raus, auch da vielleicht bei einigen einzugrätschen und da wird wahrscheinlich wieder ein Furz, bei manchen ein Furz quer sitzen. Aber ja, ich halte mich ein bisschen auch für, ja, dadurch, dass ich da so viel jetzt in der Öffentlichkeit aktiv war mit diesen vedischen Themen, ich halte mich auch als Vermittlerin, ich sehe mich als Vermittlerin und als auch das Sprachrohr, eines der Sprachröhre des vedischen Wissens, des Wissens, des gemeinsamen Nachlasses unserer Ahnen im deutschsprachigen Raum. Ja, es ist sehr spannend, was sich gerade in diesem Bereich tut. Und ja, wir belassen es jetzt erstmal. Das sind jetzt mehr als 40 Minuten und lasst es auf euch wirken, dieses Konzept als Bewahrerin. Und dann haben wir als Bewahrerin, als Hüterin, als Beregina und dann haben wir ein vollständigeres Bild als dieses vermaledeite. Mittlerweile anders kann man das ja wirklich nicht sagen, energetisch, weil energetisch ist auch so ein abgedroschenes, abgeschlagenes Wort. Wir haben so viel Energiearbeit und und daher würde ich mir sehr wünschen, dass wir von diesem energetisch endlich wegkommen, dass wir das korrekter nennen, energiebewahrende Kleidung, energiebewahrende Kleidung und diesen bewahrenden Aspekt, also Bewahrerin der Familie, Bewahrerin der Stammestraditionen, Bewahrerin des Lebens, Bewahrerin unsere eigenen Reinheit und auch dieser Aspekt, vielleicht noch zu guter Letzt, das habe ich fast vergessen, der bewahrende Aspekt der energiebewahrenden Kleidung ist, du bewahrst deine Energie durch diese Kleidung, du akkumulierst sie, sie ermöglicht dir einmal Energie aufzunehmen für Frau von der Mutter Erde, für den Mann vom Kosmos und du bewahrst sie, hilft sie, diese nicht zu verschleudern, indem sie dich schützt gegen äußere Einflüsse. Aber diese Kleidung bewahrt auch die Außenwelt von von deiner Negativität. Es ist ein Schild oder eine Blase, wo du mit der Welt schön interagieren kannst. Immer noch
komplett im Austausch bist mit der Welt, aber ohne, dass diese Welt dich negativ beeinflusst und ohne, dass du diese Welt negativ beeinflusst. Deswegen, ja, Kleidung ist was Zweitrangiges, Hauptsache, was die inneren Werte, ich halte das, je mehr ich mich mit diesem Konzept beschäftige, ich halte das nicht richtig. Ich bin der Meinung, man sollte immer würdevoll angezogen sein, auch zu Hause. Wir haben ja, über diese Tendenz spreche ich ja, wir haben ja diese Tendenz vieler Frauen, sich hübsch zu machen für draußen, mal in die Stadt zu gehen, Käffchen zu trinken oder Party, Fest und so weiter. Aber zu Hause einfach wie der letzte Penner rumzulaufen, in irgendeinem Schlabberpulli und diese Kultura der Kleidung, die haben unsere Ahnen, an die haben sich unsere Ahnen gehalten. Und eine Frau sah genauso hübsch zu Hause aus und genauso würdevoll gekleidet mit sehr viel Aufmerksamkeit zu dem, was sie getragen hat, zu Hause, in ihrem heiligen Raum, genauso wie draußen. Sie war hübsch, hat sich nicht nur hübsch gemacht für die Außenwelt, sondern auch für ihren Mann, für ihre Kinder. Und das ist auch wichtig zu begreifen und als eine Möglichkeit genutzt, ob jetzt diese Kleidung oder auch das Kopftuch, um auch die Welt vor den eigenen negativen Einflüssen zu schützen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt. Wir haben ja sowieso dieses Jahr sich schützen gegen die anderen, gegen die Außenwelt, aber andersrum, die Welt vor dir selbst zu schützen. Das ist ein wichtiger Aspekt, insbesondere wenn wir an unsere PMS denken. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber da am besten sich mit ganz viel energiebewahrender Kleidung aufrüsten, um die Welt vor sich selbst zu schützen. In diesem Sinne, liebe Frauen, liebe Männer, tut mir leid, meine lieben Männer, wenn ihr da jetzt kurz gekommen seid. Ich werde mich bemühen, dass ich extra Videos für auch männliche Themen mache, ob ich die jetzt simultan verdolmetsche oder selbst was aufnehme. In diesem Sinne, ich wollte noch für euch ein kleines Lied aufnehmen und das lautet Bereginjuschka, also Verniedlichungsform für Beregine, für die Hüterin. Lada, Ladnaya. Lada ist die, auch die Göttin des Lade, der Harmonie im Heim oder auch anderswo, überall auf der Welt. Ты любовь моя, du meine Liebe, первозданная, die Urliebe, die mit der Schöpfung der Welt entstanden ist. Берегинюшка, лада, ладная, ты любовь моя первозданная, берегинюшка. Свет, красавица, Licht, Schönheit. Краса haben wir auch wieder, dieses Schönheit haben wir wieder, Ra in diesem Wort. Свет, красавица, du Licht, durchflutete Schönheit. Красотой твоей мир ладится, durch deine Schönheit harmonisierst du die Welt. Und da, wir haben auch so ein Spruch im Russischen, Krasata spasyot mir, Schönheit wird die Welt retten. Und je mehr ich mich mit all diesen Aspekten auseinandersetze, wie energetische Kleidung, desto mehr verstehe ich auch den tieferen Sinn dieser Aussage. Es ist wirklich so, die Schönheit kann so viel mehr bewirken. Auch ich habe gemerkt, auch mit meiner Tätigkeit auf diesem YouTube-Kanal oder Telegram-Kanal, dass ich so viel mehr mit der Schönheit bewirke, statt die ganze Zeit auf euch, was auch natürlich für viele hilfreich ist. Dass es die Aufgabe besonders der Frau ist, Schönheit in die Welt zu tragen und die Welt mit der Schönheit zu heilen. Und ich bin auch immer mehr überzeugt, dass je mehr Frauen diese wunderschöne Kleidung, selbstgenähte Kleidung im Alltag tragen, desto mehr sind sie in der Lage, die Welt zu heilen. Ich spüre, dass wir diese ganz große Welle kurz davor stehen, ganz vor einer ganz großen Welle, wo die Frauen einfach durch dieses heilsame Energiefeld, was entsteht, wenn man eine gerechte Kleidung trägt, dass sie damit ihr Umfeld immer mehr heilen werden können. Und dieses Lied wollen wir gemeinsam Красотой твоей мир ладится. Also durch deine Schönheit werden Welten harmonisiert. Das heißt, durch das Erschaffen dieser Kleidung harmonisierst du Welten. Прай,
braucht eh keine Harmonisierung, du verbindest dich mit Prag. Ja, diese materielle Welt und sogar die mehrere Welten werden berührt durch diese Schönheit, die du erschaffst. Und das wollen wir gemeinsam singen. Den transkribierten Text verlinke ich euch unten im Video. Vielleicht, wenn nicht sofort, dann mit einer Zeit. Und ja, Biriginiuschkas, Biriginias da draußen, werdet bewusst dieser heiligen Aufgabe der Frau, die auch so beseelt. So, ich hole jetzt die Trommel. Meine Katze ist übrigens schwanger. Mein kleines Kätzchen. Hä? Ich bin schwanger. Vor kurzem noch Baby gewesen, schon schwanger. Meine Makosha, benannt nach der Göttin des Schicksals. Das ist die Trommel meiner Tochter. Ich habe gerade meine große Trommel nicht. Deswegen weinen wir mal jetzt die Trommel meiner Tochter, dass sie auch mit der Zeit an einen Biriginiuschka wird. Biriginiuschka, ладная, ты любовь моя, первозданная. Biriginiuschka, свет красавица, красотой твоей мир и ладится. Берегинюшка ладоладная, ты любовь моя первозданная. Берегинюшка, свет красавица, красотой твоей мир и ладится. Красотой твоей мир ладится, Берегинюшка, ты любовь моя, Берегинюшка, ты любовь моя. Первозданная, Берегинюшка, свет красавица, красотой моей мир и ладится, красотой твоей мир и ладится, Берегинюшка, ты любовь моя. Слава богам нашим, слава предкам нашим. Gerühmt seien unsere Götter, gerühmt seien unsere Vorfahren. Слава Берегине, gerühmt sei Берегиня. Bis bald.